Moin! Im heutigen Study History Video beschäftigen wir uns mal wieder mit dem Epikureismus in Rom und schauen uns dafür das Werk De Rerum Natura von Lukrez etwas genauer an. Viel Spaß! De Rerum Natura, also die Natur der Dinge oder das Wesen der Dinge, ist das einzige Werk des römischen Dichters Lukrez, der von 99 bis 55 vor Christus gelebt haben soll. Das Werk ist ein Lehrepos, also eine metrisch gebundene, im Hexameter verfasste philosophische Abhandlung. Lukrez beschäftigt sich in diesem Werk mit der Philosophie des Epikur, dem Epikureismus, und versucht diesen damit in Rom zu verbreiten. Laut Lukrez hat die Philosophie das Ziel, ein sorgenfreies Leben zu ermöglichen. Dieses Motiv zieht sich durch das ganze Werk. Im Proömium des zweiten Buches, insgesamt besteht das Werk aus 6 Büchern, geht Lukrez genauer auf dieses Problem der Sorgen ein. Weil die Menschen nämlich blind seien, würden sie nicht ihre Lebensbedingungen erkennen und seien deshalb von Sorge und Furcht bewegt. Ein sorgenfreies Leben kann nur durch Einsicht und Befreiung von dieser Blindheit erlangt werden, indem man das Wesen der Natur versteht. Im Folgenden schauen wir uns die 6 Bücher von Lukrez mal etwas genauer an. Das erste und das zweite Buch handeln von der Atomlehre. Zentrale Kernaussage des ersten Buches ist, dass es nichts gibt, was aus nichts entstehen kann. Es gibt also nur den Körper und das Leere und nichts weiteres. Diese These ist das Fundament des Werkes. Buch 2 führt dann diese Atomlehre noch aus und behandelt unter anderem die Bewegung der Atome sowie die Frage, wie Atome entstehen. An dieser Stelle ist es vielleicht wichtig zu sagen, dass die Atomtheorie in der Antike nicht auf irgendwelchen Experimenten beruhte, sondern lediglich durch Beobachtungen und Argumentationen aufgestellt wurde. Lukrez und Epikur waren auch nicht die ersten Philosophen der Atomlehre. Diese Atome sind unsichtbar und unvergänglich. Wenn diese unsichtbaren Atome zufällig aufeinandertreffen, dann ballen sie sich zusammen und es entstehen Körper. Diese Körper können auch wieder zerfallen, die Atome bleiben jedoch weiterhin bestehen. Es zeigt sich also, für die Entstehung eines Körpers ist letztlich nur der Zufall verantwortlich, nicht irgendwelche Götter. Buch 3 beschäftigt sich mit der Seele. Lukrez fokussiert sich hier also ganz auf die Mission seines Werkes, den Menschen ein sorgenfreies Leben zu ermöglichen und will sie von den 2 großen Ängsten, der Furcht vor dem Tod und der Furcht vor den Göttern, heilen. Zur Furcht vor den Göttern haben wir ja gerade schon gesehen, dass die Götter eigentlich überhaupt keinen Einfluss auf die Entstehung der Körper haben, weshalb sie nicht gefürchtet werden müssen. Auch vor dem Tod müssten die Menschen keine Angst haben, weil die Menschen, solange sie leben, nichts mit dem Tod zu tun haben und sobald sie tot sind, existieren sie ja eh nicht mehr und empfinden deshalb auch nichts mehr. Lukrez argumentiert, dass mit dem Tod eines Körpers die ebenfalls aus Atomen bestehende Seele entweicht, ihren Zusammenhalt verliert und damit sterblich ist. Im 4. Buch fokussiert sich Lukrez auf die Sinneswahrnehmungen. Alles auf Basis der Theorie der Atomlehre. Auf dieses Buch wollen wir jetzt nur kurz eingehen. So entwickelt Lukrez eine Abbildtheorie, die besagt, dass Dinge Abbilder absondern, die in den Raum aufsteigen können. Ein Beispiel für diesen Prozess wäre der Rauch, der sich vom Feuer absondert und aufsteigt. Gleichzeitig beschäftigt Lukrez sich noch mit Vorstellungsbildern, also zum Beispiel aus Träumen. Kommen wir damit auch schon zu den letzten 2 Büchern, die Bücher 5 und 6. Das 5. Buch thematisiert die Entstehung von Kulturen. Am Anfang betont Lukrez jedoch erneut die Vergänglichkeit des Lebens und auch der Erde. Anschließend legt Lukrez dar, wie es zur Entstehung der Kultur gekommen ist. Besonderen Fokus legt er hierbei auf die Frage, wie der Glaube an die Götter entstand. Im 6. Buch behandelt Lukrez das Verhältnis von Natur und Göttlichem. Er versucht, einige natürliche Phänomene wie Gewitter oder Vulkanausbrüche zu erklären und damit die Angst vor den Göttern zu mindern. So, hier haben wir euch nochmal einen Überblick über das Werk eingeblendet. Wir haben uns auch schon andere römische Philosophen angeschaut. Checkt dafür doch gerne das hier links eingeblendete Study History Video oder die hier rechts eingeblendete Playlist ab.
Lasst gerne einen Like oder ein Abo da, wenn euch dieses Video gefallen hat. Und dann war's das von unserer Seite. Tschüss!